Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute reagiere ich auf ein paar Kommentare auf das Video "Ich habe eine Überweisung für die Psychiatrie bekommen". Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit dem Video so eine Welle lostrete. Erst einmal vielen lieben Dank für die vielen Kommentare, Erfahrungsberichte und Tipps unter dem Video und die vielen privaten Nachrichten auf Instagram. Ja, viele haben mir geschrieben, dass sie es toll finden, dass ich ehrlich über meine Erfahrungen berichte und ihnen mit meinen Videos Mut mache. Das freut mich natürlich sehr. Es gibt nämlich sehr viele Betroffene, die wie ich unter anderem unter Autoimmunerkrankungen und oder dem chronischen Erschöpfungssyndrom, was ja viele verschiedene Namen hat, leiden und die auch solche Erfahrungen wie ich machen mussten. Ja, viele Menschen wissen leider nicht, wie es ist, wenn sich der Zustand, also Symptome, schon nach kleinster Anstrengung verschlechtern. Es handelt sich bei dem chronischen Erschöpfungssyndrom um eine schwere Krankheit. Viele Betroffene sind so schwer krank, dass sie noch nicht mal mehr das Haus verlassen können. Und Schwerstbetroffene sind sogar bettlägerig. Also ich habe Kontakt zu einigen, die seit Jahren fast nur im Dunkeln liegen, also denen es ganz, ganz schlecht geht. Ich habe das Glück, mich an guten Tagen, an denen meine Symptome ertragbar sind, für ein paar Stunden relativ normal bewegen zu können. Also, und dafür bin ich so dankbar, auch jetzt, dass ich jetzt hier sitzen kann, das ist toll. Das kann ich auch nicht immer. Ich hatte jetzt ein paar Wochen, in denen es mir wirklich oft sehr, sehr schlecht ging oder wenn ich einfach mal raus kann, an den Strand fahren kann, mich da hinsetzen kann, das ist für mich einfach toll und da bin ich dankbar. Ja, leider wurde die Krankheit in der Vergangenheit als psychiatrisch oder psychosomatisch eingeordnet. Ja, dadurch haben viele Menschen, unter anderem auch Ärzte, nicht das richtige Verständnis für ME, CFS, das war auch eines der Namen, ne? Also für dieses Erschöpfungssyndrom. Und das Erschöpfungssyndrom ist eine schwere, komplexe, chronische Erkrankung mit einer sehr niedrigen Lebensqualität, je nachdem, in welchem Stadium man das halt hat. Naja, jetzt aber mal zu den ein oder anderen Kommentaren, zu denen ich gerne hier was sagen möchte oder die ich auch gerne beantworten möchte. Also ich freue mich ja immer sehr über eure Kommentare und habe dadurch auch schon sehr viele gute Informationen und Tipps bekommen, die mir auch schon oft weitergeholfen haben. Also ich finde diesen Austausch wirklich richtig toll und auch sehr wichtig. Ich habe ja auch mit ganz vielen hier Kontakt, ich schreibe bei Instagram. Ja, aber leider gibt es aber auch immer wieder Kommentare von Menschen, die einfach gar keine Ahnung haben. Entweder, weil sie mich nicht wirklich kennen, vielleicht neu hier sind, oder einfach nur stänkern wollen oder Aufmerksamkeit wollen. Ich habe keine Ahnung. Ja, und in der Regel reagiere ich darauf ja gar nicht und mir gehen die negativen Kommentare am Hinterteil vorbei. Ja, die Leute, die mich länger verfolgen, die wissen das ja schon. Ich lösche auch keine Kommentare. Ich habe jetzt selber leider sind Kommentare wieder gelöscht. Ganz oft werden Kommentare von YouTube gelöscht. Ich lösche nie Kommentare. Ich habe in der ganzen Zeit mal eine Followerin gemeldet. Also eine, ja, die dann bei YouTube gemeldet, weil das wirklich unter aller Sau war, unter der Gürtellinie war. Die wurde von anderen auch gemeldet. Dann wurde ich angeschrieben und dann haben die gesagt, du musst die Frau melden, das geht so nicht weiter und so. Und ansonsten, ich lösche da nichts, sie können da schreiben, was sie wollen und ich übersehe das einfach. Ne? Und jetzt habe ich vorgestern habe ich auf Instagram das auch gesagt, dass mir das am Hinterteil vorbeigeht, nachdem meine treuen Begleiter mich angeschrieben haben und nach meinem Befinden gefragt haben bezüglich der bösen Nachrichten. Also die haben mir geschrieben, Andreas, tut mir leid, was sind das für böse Menschen, wie können die sowas schreiben und so. Und ich habe dann, wie gesagt, daraufhin eine Story gemacht und habe gesagt, dass mir solche Kommentare am Hintern vorbeigehen. Ja, und mir gehen die ganzen beleidigenden, negativen Kommentare tatsächlich am allerwertesten vorbei.
Und ja, manche sind aber auch so eine Art Comedy und bringen mich teilweise zum Lachen. Also manchmal denke ich, hör mal, was ist denn mit den Leuten los, ne? Was geht denn in denen im Kopf vor? Naja, prompt kam diesbezüglich ein Kommentar unter das Video, den kann ich euch mal vorlesen und gerne auch einblenden. Ich muss das hier ein bisschen großziehen wegen meiner Sehstörung. Also, doch nur Clickbait und neuerdings Werbung. Laut Instagram interessiert dich die Meinung der Kommentatoren nicht, die gehen dir sonst wo vorbei. Du gehörst wohl zur Gattung, die alles besser weiß. Erinner dich mal an euer Video. Es beginnt alles im Kopf. Mein Mitleid hält sich in Grenzen, nachdem Instagram hält sich nach dem Instagram-Post in Grenzen. Ja, da werden einem die Worte wieder im Mund umgedreht. Ne? Das ist doch echt der Hammer, oder? Ich habe noch nie gesagt, dass mich die Kommentare unter meinen Videos nicht interessieren. Im Gegenteil. Ich freue mich immer riesig über eure lieben, netten Kommentare und natürlich auch über die vielen Tipps. Ne? Also, ich freue mich natürlich auch, wenn mal einer eine konstruktive Kritik zu irgendwas hat oder so. Ne? Das ist alles, da freue ich mich immer drüber. Ne? Aber in der Story ging es ja, wie oben erwähnt, um die beleidigten und negativen Kommentare. Also es ist einfach ganz egal, was man macht. Es gibt immer irgendjemand, der irgendwas auszusetzen, irgendwas sucht, irgendwas findet oder so. Also ich kann darüber nur lachen. Ne? Was sollen wir denn dazu sonst noch sagen? Naja. Dann habe ich ganz viele Kommentare mit Tipps bekommen, wie Nattokinase, CDL, mal einen Heilpraktiker einzuschalten, zur Dunkelfeldmikroskopie zu gehen, vielleicht mich gesünder zu ernähren und so weiter und so fort. Also ganz viele Ratschläge und diese Ratschläge sind auch alle toll und kommen wahrscheinlich von Zuschauern, die mich noch nicht so lange verfolgen. Sonst wüssten sie ja, dass ich seit 19 Monaten keinen Zucker, keinen Weizen, also kein Schwein esse, mich nur von komplett natürlichen Lebensmitteln ernähre, also keine fertigen Produkte, nichts, viele Nahrungsergänzungsmittel einnehme, unter anderem zum Ausleiten, Minatokinase, Kurkumin, Bromelain, Chlorella, Spirulina und noch viel mehr. Ich bin ja in Betreuung beim Heilpraktiker auch schon über 1,5 Jahre, habe schon mehrere Dunkelfeldanalysen oder Mikroskopien machen lassen, mache regelmäßig Kuren mit CDL, was mir auch sehr geholfen hat. Und auch sonst habe ich schon einiges getestet und es hat sich dadurch auch schon einiges verbessert. Dazu gibt es auch immer, also ganz viele Videos zu den ganzen Sachen. So. Aber jetzt geht's los. Jetzt kommen wir mal zu den Kommentaren von den Menschen, die meiner Meinung nach blöde, unangebrachte Kommentare abgeben oder einfach gar keine Ahnung haben. So, zum Beispiel, wo habe ich sie denn hier? Karin. Ja, Karin schreibt, das, was Sie beschreiben, ist eine klassische Angst- und Panikstörung, die muss unbedingt behandelt werden. Und dann, ich blende euch das mal ein, dann hat jemand anders drunter geschrieben, Fremddiagnostik. Und dann schreibt noch jemand, das geht ja noch weiter, vielleicht auch eine PTBS. Also, naja. Und dann hat sie nochmal drunter geschrieben, bei so einer eindeutigen Symptome ist sehr klar, ich spreche aus 30 Jahren Erfahrung. Ja. Jetzt frage ich mich natürlich, wo beschreibe ich denn aktuell eine klassische Angst- und Panikstörung? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ne? Ich frage mich jetzt, ob Karin das Video überhaupt ganz geschaut hat. Ich habe mich in dem Video geöffnet und erzählt, dass ich in 2020 tatsächlich Angst vor Corona hatte, mein Kind krank war und dann 2021 wurde dann bei mir der Tumor gefunden und wochenlang wusste man nicht, ob der gut oder bösartig war. Und das war für mich eine richtig schlimme Zeit. Und da war ich mental und psychisch wirklich labil. Also ich war auf gar keinen Fall so stabil wie jetzt. Und ich hatte da auch tatsächlich Angst. Also ich hatte auch damals keine schlimme Angst- oder Panikattacke oder so. Also ich hatte nie Attacken und auch keine wirkliche Störung. Aber ich habe halt selber gemerkt, also mit dem Corona, das war am schlimmsten damals, die Angst und so. Und ich habe dann im Oktober 21 mich da aus meinem Tief herausgekämpft und das mit Unterstützung durch Hypnose.
Ja, mit Hilfe von Hypnose und Hypnotherapie oder Hypnosetherapie lassen sich die Symptome der Angststörung wirkungsvoll behandeln und das ist sogar wissenschaftlich belegt. Alleine eine Ferndiagnose durch ein 30-minütiges YouTube-Video zu machen, ist meiner Meinung nach lächerlich. Ich frage mich, wie man so eine Ferndiagnose machen kann, wenn man angeblich 30 Jahre Berufserfahrung auf diesem Gebiet hat. Also wenn man, ich könnte mir vorstellen, dass jemand sagt, Mensch, du hast ja schon viel mitgemacht oder das und das, was ich gehört habe, das könnte ja vielleicht sein, geh doch mal zum Psychologen oder so, also einem eine Empfehlung macht oder sagt, ja, könnte vielleicht sein, aber einfach eine Diagnose, eine Ferndiagnose wegen einem YouTube-Video stellt, wo man eine kurze Erzählung sieht, aber gar nichts weiß, nichts fragt oder so, ich weiß ja nicht, wie Karin ihre Diagnosen macht, naja. Und es haben noch ein paar andere Personen geschrieben, die sich ebenfalls sicher sind, dass ich eine Angststörung habe. Ja, ich finde es einfach nur amüsant. Und das heißt auch nicht, dass ich das irgendwie nicht sehen will oder was weiß ich was. Also das ist lächerlich. Also meine Ärztin, die lacht da auch drüber. Ne? Also das geht gar nicht. Naja, dann gab es auch noch einige, die der Meinung sind, dass ich, das ist auch der Hammer, ich kann es nicht mehr aussprechen. Hypochondrisch nennt man das, ne? Hypochondrisch veranlagt bin, ne? Ja, genau. Unter einem der Kommentare hat dann eine Dame was geschrieben. Das lese ich euch auch mal kurz vor. Hypochonder, die Psychiatrie ist das Einzige, was dir helfen kann, hat Mischa geschrieben. So, und dann kam eine Antwort von Ronja. Vielen Dank, Ronja, für deine Antwort. Auch, dass du so mutig bist, das hier zu schreiben. Ich bin hypochondrisch veranlagt und habe mich aus diesem und anderen Gründen nicht impfen lassen. Diese Frau hier ist alles andere als hypochondrisch. Ich kann das nicht aussprechen, Leute. Sie ist stark und mutig und kämpft um ihre Gesundheit und um Gerechtigkeit für sich selbst und die vielen anderen Impfgeschädigten. Du solltest dir lieber ein Beispiel an ihr nehmen, als sie dümmlich von der Seite her unnötig und kindisch zu beleidigen. Ja, vielen Dank für die tolle Antwort da. Und ja, das ist auch absolut lächerlich, weil Symptome der Hypochondrie sind unter anderem kreisende Gedanken um Krankheiten. Das habe ich überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, ich fokussiere mich immer wieder gesund zu werden. Und mache einiges dafür, mache wirklich ganz, ganz viel dafür. Statt mich an der Krankheit zu orientieren, orientiere ich mich immer wieder am Gesundwerden. Ne? Also das passt schon mal gar nicht. Dann unklare Körpersymptome werden als Anzeichen für schwere Krankheiten gedeutet. Also wir haben auch schon Kunden gehabt, die solch eine Krankheit hatten. Und die dann wirklich irgendwie was spüren. Oh Gott, ich habe das und das Schlimmste vermuten. Und dann haben sie Krebs, dann haben sie dies. Das mache ich nie. Ich gehe nie vom Schlimmsten aus, niemals, auch damals mit dem Tumor, wo ich noch nicht so fit war. Da hat man natürlich, da kommen von allen Seiten, ja, du hast einen Tumor, du hast ein Kind, was ist, wenn das Krebs ist und so. Ich bin nie davon ausgegangen, dass der bösartig ist. Man denkt natürlich mal kurz darüber nach, aber ich gehe immer nur erstmal vom Besten aus. Also ich sehe nie das Negativste, niemals. Ich gehe nie vom Schlimmsten aus. Ich habe eine Freundin, die ist da ganz anders. Ja, dann ständige Selbstbeobachtung der körperlichen Funktionen, das mache ich auch nicht. Also ich habe auf Anraten der Ärztin meinen Blutdruck mit diesem Armband überwacht. Ja, und am Ende des Monats die Werte halt dann aufgeschrieben, weil mir das halt geraten wurde. Aber ich laufe hier weder mit dem Blutdruckmessgerät durch die Gegend oder was weiß ich was und teste alles, überhaupt gar nicht. Dann haben die Leute, gehen oft zu häufig zu Ärzten, wechseln ganz oft den Arzt, zweifeln die ganzen Befunde und sowas an. Das gibt es bei mir auch. Und ich gehe schon seit Jahren nur zu einer einzigen, meine Hausärztin. Ich habe noch nie einen Befund irgendwie angezweifelt, was wahrscheinlich sogar ein bisschen naiv ist. Bei einer schlimmen Diagnose oder einer bevorstehenden Therapie, wie jetzt zum Beispiel, wenn jetzt einer sagt, hier, du hast das und das, du hast Krebs, du musst eine Chemo machen oder eine komplizierte oder irgendeine Operation, da würde ich mir auf jeden Fall eine zweite Meinung einnehmen. Aber ansonsten bin ich da immer total entspannt. Ja, ich habe letzte oder vorletztes Jahr eine Erfahrung in einem Krankenhaus gemacht, in dem ich nicht behandelt wurde, nachdem ich gesagt habe, dass ich die Probleme seit der Impfung hatte.
Man hat mich gar nicht untersucht und mir nur Schmerzmittel und Diazepam, mich mit Schmerzmitteln und Diazepam ruhig gestellt und ein paar Stunden später entlassen. Ich hatte damals, das war nach der Impfung, ich wurde geimpft und 14 Tage später hatte ich ja noch Corona und da hatte mein Zustand sich nochmal verschlechtert. Und da haben die mich einfach abgeschirmt, irgendwo in so einen Raum, so einen Corona-Raum gelegt und haben mich einfach da liegen lassen und mir einfach ja, Diazepam und Schmerzmittel verabreicht. Ja, und kurze Zeit später hat sich herausgestellt, dass ich einen Rheumaschub und eine schlimme Gefäßentzündung hatte im Kopf. Ja, und zu diesem Zeitpunkt, als ich da in dem Krankenhaus war, wusste ich auch noch gar nicht, dass ich überhaupt Rheuma habe. So. Also, ich bin weder hypochondrisch oder wie es auch immer ausgesprochen wird, veranlagt, noch habe ich eine Angst und habe ich noch habe ich Angst und Panikattacken. Ja, ganz im Gegenteil, mein ganzes Umfeld, die Familie, Ärzte, Freunde finden, dass ich total entspannt mit meinem aktuellen gesundheitlichen Zustand umgehe. Jetzt langsam lässt die Konzentration wieder nach. Naja, ja, als mein Zustand vor circa anderthalb Jahren extrem schlecht war, ich konnte mich damals gar nicht mehr bewegen, ich war ein richtiger Pflegefall. Ich hatte an dem einen, wo das dann so schlimm war, konnte ich mich ab hier einfach gar nicht mehr unten bewegen. Ich habe dann die Diagnose Polymyalgia Rheumatica, das Wort kann ich übrigens auch nicht richtig aussprechen, bekommen. Die Ärzte haben mir dann Antidepressiva verschrieben, um mit der Diagnose zurechtzukommen. Die Ärzte haben mir gesagt, dass mein Leben nie wieder so sein wird wie vorher. Ich habe die Diagnose angenommen, mich aber nicht damit zufrieden gegeben, den Rest meines Lebens starke Medikamente, Antidepressiva zu nehmen und nur noch auf der Couch rumzuliegen, so ungefähr. Also die haben gesagt, es wird nichts mehr und ich kann mich jetzt damit abfinden. Ich bekomme Medikamente gegen die Schmerzen, Rheuma-Medikamente und dann nehme ich Antidepressiva, weil ich ja damit klarkommen muss, dass mein Leben einfach nicht mehr so wird, wie es mal war. Und ich werde nie wieder am Strand laufen können und was sie mir alles erzählt haben, das finde ich auch, muss man sich mal überlegen. Statt jemanden Mut zu machen, machen die alles dunkel. So, und dann könnte man vielleicht Angst und Panik bekommen. Aber das habe ich nicht. Ich habe einfach gar nichts gemacht. Ich habe das einfach so angenommen, mich nicht damit zufrieden gegeben und habe nach Alternativen gesucht, um meine Krankheit in den Griff zu bekommen. Ja, ich habe meine Ernährung radikal umgestellt. Ich habe schon immer mich sehr gesund ernährt. Ab und zu gab es mal eine Pizza oder so, aber sonst überwiegend wirklich sehr gesund. Ich habe dann täglich Bewegungsübungen gemacht. Am Anfang konnte ich das ja gar nicht alleine. Ich habe einen anderen Tag kam der Physiotherapeut zu uns nach Hause, hat dann wirklich versucht, meine Gelenke, mich halt Bewegung mit mir zu machen. Ich habe extrem viel Geld für Kräuter, homöopathische Produkte, Nahrungsergänzungsmittel, also Physiotherapie, Chiropraktik und so weiter ausgegeben und nie aufgegeben und auch keine wirklichen Medikamente genommen, also kein Antidepressiva, keine Rheumamedikamente, nichts. Ich habe Cortison genommen eine Zeit lang, weil das ja so schlimm war, ich konnte mich ja gar nicht mehr bewegen und in meinem Kopf diese Riesendingsarterie da, die ist auch ist zugegangen, also ich wäre beinahe erblindet. Und da muss ich dann Cortison nehmen und auch nur durch dieses Cortison hat man überhaupt rausbekommen, dass ich überhaupt diese Krankheit hatte. Also das hat das nochmal alles bestätigt. Also ich habe anfangs Cortison bekommen, dann ging es mir besser, dann habe ich runterdosiert, dann hatte ich einen ganz, ganz schlimmen Rheumaschub. Das war dann die Zeit, wo ich mich gar nicht mehr bewegen konnte. Und dann muss ich wieder hochdosiertes Cortison nehmen und dann habe ich mich irgendwann rausgeschlichen. Ja, ich bräuchte vielleicht mal eine kurze Pause. Ich mache mal eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter. Ja. Hier bin ich wieder. Ein halbes Jahr später hatte ich dann einen Termin beim Rheumatologen und ich bin da ganz allein dort reinspaziert und konnte mich wieder bewegen. Er fragte, ob ich die Zwillingsschwester sei. Also er konnte es gar nicht glauben, dass ich so in diesen Zustand da reingehen konnte.
Er war von dem, was ich erreicht habe, hatte, total begeistert und sagte mir, dass er noch keine Patientin hatte, die nach solch einer Diagnose mental so stark und diszipliniert ist und in so kurzer Zeit so viel erreicht hat. Ich habe ja wirklich von jetzt auf gleich dann gar kein Mehl, kein Zucker, also gar nichts mehr gegessen, also die Ernährung komplett umgestellt. Ich hatte damals auch Mikroparasiten und alles mögliche im Körper. Und die habe ich dann ausgehungert, weil die durften ja keine Nahrung mehr bekommen und so. Und das habe ich dann alles geschafft in so einem halben Jahr oder ein bisschen länger wie ein halbes Jahr. Aber ich hatte ja ein halbes Jahr. Also als ich bei ihm war, war ein halbes Jahr rum und da hatte ich wirklich richtig viel erreicht. Und er war da total begeistert von. Natürlich war das alles nicht einfach und hat mich sehr viel Kraft, viele Tränen und so weiter gekostet. Immer wieder gab es und gibt es auch jetzt noch Rückschläge, aber ich kämpfe halt immer weiter. Ich habe schon so viel erreicht und werde wieder gesund, davon bin ich überzeugt. Das visualisiere ich auch jeden Tag wirklich. Und die Ärzte, die mich schon länger begleiten, finden weder, dass ich mental labil bin, noch eine Angststörung oder geschweige denn hypochondrisch, ich habe es ausgesprochen, veranlagt bin. Manchmal bin ich sogar etwas zu entspannt für manche. Mir wurde schon öfters geraten, ins Krankenhaus zu fahren, wenn ich im Ruhezustand auf einmal einen Blutdruck von 187 zu 137 zum Beispiel habe und einen Puls von 140. Und das passiert dann manchmal abends, wenn man ganz entspannt hier am Sofa liegt oder so. Dann habe ich auf einmal so einen hohen Puls und ich bleibe dann einfach entspannt auf dem Sofa liegen. Ich hatte noch nie Angst oder Panik. Also ich kenne ja Leute, wenn die Herzrasen haben, oh Gott, ich kriege vielleicht einen Herzinfarkt oder so. Ne? Das habe ich noch nie gehabt. Ich hatte noch nie Angst davor. Und ich hatte als Kind so oft Herzrasen und auch Herzrhythmusstörungen und behaupte einfach mal zu wissen, wann es wirklich brenzlig wird. Also Carsten sagt so oft, jetzt komm, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Und ich sage, nee, geht schon gleich wieder. Ich hatte als Kind mal eine ganz schwere Herzoperation, ist schon viele Jahre her. Und hatte wirklich als Kind und in der Jugend oft Probleme mit Herzrhythmusstörungen und auch Herzrasen. So, jetzt nochmal zurück zu meinem Besuch beim Kardiologen. Ich habe Besuch von einer Fliege hier. Bezüglich meines verrückt spielenden Blutdrucks hat mir meine Ärztin geraten, das mal kardiologisch abklären zu lassen. Und dazu hatte ich dann einen Termin da. Meine Ärztin wollte auch, dass ich eigentlich so ein Langzeit-Blutdruckmessgerät von dem bekomme. Meine Ärztin hat nur ein Langzeit-EKG in ihrer Praxis und hatte mir schon vor Wochen mal eine Überweisung geschrieben, dass ich in so einer anderen Klinik mal für 24 Stunden ein Langzeit-Blutdruckmessgerät bekommen sollte. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Und daraufhin haben die mir in der Klinik gesagt, nee, das muss ein Kardiologe verschreiben, Sie müssen dann erst zum Kardiologen. Und aus diesem Grund habe ich auch dann diesen Termin beim Kardiologen gemacht. Ja, und als der Kardiologe mir gesagt hat, dass mit meinem Herzen alles in Ordnung ist, also auf dem Befund steht drauf, dass es aussieht, dass alles in Ordnung ist, aber man kann das auch nicht ausschließen. Also da hält er sich noch so ein Rücktürchen offen. Ne? Ich habe mich natürlich riesig gefreut. Er sieht nichts, mit dem Herzen ist alles in Ordnung, super. Ich bin auch wieder davon ausgegangen, dass alles in Ordnung ist. Ich habe ihn dann gefragt, ob er denn eine Idee hat, wovon das denn manchmal mit diesem hohen Blutdruck kommen kann. Ja, und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe tatsächlich immer einen niedrigen Blutdruck, so 130 zu 70 und einen Puls um die 50 bis 55. Das habe ich schon mein Leben lang und ab und an schießt beides dann im Ruhezustand mal für 10 bis 15 Minuten einfach so in die Höhe. Da hatte auch irgendjemand unter dem Video geschrieben, das kann nicht sein, ein Puls von 50, der muss mindestens bei, ich glaube, Durchschnitt 80 oder so sein. Ich habe immer einen Puls zwischen 50 und 55 maximal und das schon immer, mein Leben lang. Naja, auf jeden Fall, der schießt ja dann immer mal so in die Höhe, der Blutdruck und der Puls und nach 15 Minuten, wie gesagt, ist wieder alles normal. Ja, ich habe bei diesem Kardiologen einfach nur einen riesengroßen Fehler gemacht, indem ich ihm von meinen anderen Symptomen erzählt habe, nachdem er mich gefragt hat. Ich habe dann gedacht, okay, wenn du ihm jetzt sagst, dass du oft erschöpft und müde bist, das sind ja auch Anzeichen, die auch darauf hinweisen können, dass vielleicht im Herz was nicht in Ordnung ist. Auf der anderen Seite weiß ich ja, dass ich unter diesem Erschöpfungssyndrom leide. Aber meine Ärztin hat mir auch gesagt, wenn du gefragt wirst, was du für Symptome hast, dann musst du auch alle Symptome aufzählen. Ja, und ich habe noch nicht mal alle aufgezählt, nur einen Teil. Und er wollte daraufhin ja dann ein paar Berichte von anderen Kollegen halt sehen.
Und da war halt das Problem, da stand ganz oben, stand dann immer drauf, die Patientin klagt über die und die Symptome seit der Boosterimpfung. So, und dann hast du mal direkt gesehen, da war es mit ihm rum. Daraufhin hat er mir gesagt, dass ich organisch kerngesund bin, dass es keine Impfnehmungen gibt und mir eine Empfehlung für die Psychiatrie mitgegeben, also ne, gegeben. Das hatte gar nichts mit der Untersuchung oder mit meinem Auftreten bei ihm zu tun, überhaupt gar nicht. Ich habe weder angezweifelt, dass an meinem Herzen irgendwas nicht okay ist. Es ging ihm nur darum, dass die Impfung keine Nebenwirkung verursacht. Hätte er das mit der Impfung nicht erfahren, also hätte ich diese Befunde nicht mitgenommen, wäre das ein ganz normaler Termin gewesen. Und warum ich überhaupt die Befunde mitgenommen habe, ich war im Oktober 2021 auch schon mal bei einer Kardiologin und die hat dann gemeckert, dass ich keine alten Befunde dabei habe. Die hat gesagt, ja, wann haben Sie denn letztes Mal eine Blutuntersuchung gemacht? Warum haben Sie denn Ihre letzte Blutuntersuchung nicht dabei? Der letzte Befund vom Kardiologen. Sie müssen doch die Befunde mitbringen. Dann dachte ich, ja, ich komme immer in die Klinik. Sie hätten das hier im Computer. Ne, da kann ich nicht drauf zugreifen. In Zukunft bringen Sie bitte Ihre Befunde mit. Und bei dem Arzt habe ich dann gedacht, ja, super. Ich habe am 29.12. nochmal Blut, war ich bei der Blutabnahme und dachte ich, oh, da kannst du den Befund hier auch direkt mitnehmen. Ja, aber das ging ja, wie gesagt, dann direkt nach hinten los. Ja, und jetzt nochmal zu dem Video. Ich habe das Video in erster Linie gemacht, um euch zu zeigen, wie das hier immer noch abläuft. Ich habe das Gefühl, dass man in Deutschland beziehungsweise bezüglich der Impfnebenwirkungen schon etwas weiter ist. Ja. Auch dort gibt es immer noch genug Ärzte, die davon nichts hören wollen und ihre Patienten nicht ernst nehmen und sie als psychisch krank abstempeln. Da bekomme ich auch täglich Nachrichten von anderen Betroffenen und so, ganz, ganz schlimm. Ja, also es gibt so viele, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Eine junge Frau, die wurde sogar in die Psychiatrie eingeliefert, wurde dort mit Medikamenten vollgestopft und auf Antidepressiva eingestellt. Die war also ganz lange da und da wurde nichts mit ihr gemacht, außer ihr Medikamente gegeben, also Antidepressiva und Diazepam auch zum Ruhigstellen, hat sie mir gesagt. Und ein Jahr später geht es ihr immer noch nicht besser, also die Symptome sind immer noch da. Und jetzt hat sie aber Gott sei Dank Glück und hat einen ganz tollen Arzt gefunden, der ihr jetzt hilft und der sie ernst nimmt. Ja. Dann habe ich noch zwei andere schlaue Kommentare bekommen. Mal gucken hier. Oh, ich habe ja so einige hier gescreenshot, aber ich kann jetzt auch nicht auf alle eingehen. Hier, zum Beispiel, jetzt hast du doch eine Diagnose. Das ist auch geil, ne? Wie blöd sind denn die Menschen? Ich habe doch vom Kardiologen keine Diagnose bekommen. Zum Glück, ich bin richtig froh, dass augenscheinlich mit meinem Herzen alles okay ist. So, obwohl ich gehe davon aus, dass alles in Ordnung ist. Er hat ja dann einen Bericht später geschrieben, ja, man kann es nicht ausschließen, was ja auch ein bisschen komisch ist. Schnauzt mich da so an und im Bericht macht er dann ein bisschen, naja. Ich habe nur leider einige andere Diagnosen, ja, die ich auch nicht alle wollte. Also das war wie auch so ein ganz schlauer Satz da. Ja, ich habe in den letzten anderthalb Jahren schon sehr viel erreicht, bin aber jetzt an einem Punkt angelangt, an dem es nicht mehr weitergeht und ich Hilfe brauche, indem ein paar Untersuchungen gemacht werden, damit ich überprüfen kann, ob das, was ich zum Ausleiten beispielsweise mache, ja, erfolgreich ist. Ne? Ich muss unbedingt wissen, wie viel Spike ich noch im Körper habe, ob ich noch Spike-Protein im Körper habe und wenn ja, wie viele. Und es gibt jetzt einfach kein Labor mehr, was das macht. Letztes Jahr im Januar konnte ich das nochmal machen lassen. In einem Labor, das war das Einzige, was das noch gemacht hat. Jetzt war ich ja im Dezember nochmal da. Und jetzt können die zwar die Antikörper bestimmen, aber kein Spike-Protein mehr. Und da brauche ich einfach Hilfe. Ich brauche dringend ein Labor, wenn ihr da eine Idee habt. Vielleicht auch hier in Spanien, wo ich das machen kann. Vielleicht gibt es ja doch noch eins. Ich habe nichts mehr gefunden. Meine Ärztin versucht mir auch zu helfen, aber kein Labor will oder kann das mehr machen. Ja, und ich muss einfach ein paar Untersuchungen machen, die ich einfach selber nicht machen kann. Und deshalb bin ich auf die Ärzte angewiesen.
Ja, und jetzt hoffe ich natürlich auf die Unterstützung der Ärzte am 23. Januar. Also da gebe ich jetzt richtig, also da hoffe ich, dass mir die weiterhelfen kann. Dann wurde noch ein paar Mal gefragt, ob das nicht an die Wechseljahre sind. Nein, sind es nicht. Das wurde letztes Jahr schon mal untersucht und, das ist jetzt auch schon letztes Jahr, und jetzt auch noch mal vor ein paar Wochen im Dezember auch noch mal. Ich war ja am 29.12. noch mal zur Blutanalyse und da wurden alle Hormone mitbestimmt und ich bin also nicht in den Wechseljahren. Ja, und dann kamen auch noch einige Nachrichten, Kommentare, ich blende das jetzt auch mal hier irgendwo ein, bezüglich meiner Ticks, dass ich das Video gemacht habe und hatte ja gar keine Ticks. Ich habe doch nicht 24/7 Ticks. Ich habe an guten Tagen fast keine Ticks. Leider hatte ich in den letzten Wochen keine guten Tage. Ich hatte zwischendurch immer mal ein paar gute Stunden. Ich hatte sogar auch im Sommer oder wann das mal war, mal ein paar Wochen am Stück keine Ticks. Oder letztes Jahr im Frühjahr oder was, ich weiß gar nicht mehr. Ich bekomme die Ticks immer dann, wenn es mir nicht gut geht, also wenn ich so die Symptome extrem sind, ich mich körperlich oder geistig zu sehr anstrenge, wie beispielsweise auf dem Laufband beim Arzt oder wenn ich mich manchmal morgens im Bad fertig mache. Dann habe ich wirklich morgens, wenn ich mich im Bad fertig mache, das strengt mich dann so an, dann habe ich diese Ticks. Oder wenn ich die Treppe hochgehe, mal ein paar Meter laufe, wenn ich mich dann ausruhe, dann geht das meistens wieder. Ja, und also meistens werden die Ticks durch Stress in Form von, die werden ausgelöst ganz oft, wie gesagt, in Stress, wenn ich Stresssituationen habe, in dem oder anstrengende Situationen, wie mit Treppe gehen, mit Laufen, mich fertig machen, so. Oder manchmal werden die auch ausgelöst durch irgendwelche Geräusche oder so, wenn, dann stresst mich das halt auch, so, ja. Und ich war in diesem letzten Video richtig stolz, dass ich es geschafft habe, das so gut durchzuziehen mit dem Video. Ein paar Ticks kamen zwischendurch hoch, aber die konnte ich ganz gut unterdrücken. Meine Freundin hat mich dann später angerufen und gesagt, naja, konntest du ja gut unterdrücken. Also die Leute, die mich kennen, die wissen, haben das dann auch schon gemerkt. Carsten merkt das auch immer. Und wenn ich auch so im Supermarkt manchmal bin oder so, dann versuche ich immer irgendwie zu unterdrücken. Das geht nicht immer. Und manchmal geht es dann einfach, dann kommen sie halt raus. Aber je nachdem, wie, ich sag mal, hoch der Stresslevel oder Erschöpfungslevel gerade ist, darauf kommt es dann immer an. Ja, und für das Video habe ich mich ausgeruht, wie jetzt hierfür auch. Ich habe mich jetzt heute Morgen fertig gemacht, dann habe ich mich ausgeruht und jetzt mache ich dieses Video, weil ich genau weiß, nach dem Video wird es mir gleich nicht mehr so gut gehen. Aber ich bin dann total happy. Ja, wie auch beim letzten Mal. Und statt ihr euch mit mir freut, ja, gibt es dann wieder irgendwelche dummen Kommentare. Aber ich habe ja nie irgendwie erzählt, dass ich 24/7 irgendwelche Ticks habe. Also weiß ich gar nicht, wie ihr darauf kommt. Naja, egal. Ich könnte jetzt noch gefühlt auf 100 weitere Kommentare eingeben. Es kamen ja irgendwie über 500 Kommentare. Aber das mache ich nicht. Für mich reicht das jetzt. Obwohl, einer geht noch, oder? Ich habe noch einen. Ja, pass auf. Und zwar, ja, das ist auch gut. Komm, den habe ich ja gestern, glaube ich, schon auf, habe ich gestern schon Instagram drüber gesprochen. Ruckzuck, ich werde das hier einblenden. Er hat einmal geschrieben, na endlich, die richtige Diagnose, hoffentlich behalten Sie die Heulboje recht lange. Niemals hat geantwortet, ja, und vor lauter Aufregung hat sie doch tatsächlich ihren Kick vergessen. Den hatte ja immer einen Schluck auf, der angeblich nie weggeht. Kritik ist hier aber nicht erwünscht, da wirst du jahrelang, tagelang beschimpft. Ja, das fällt mir auch immer wieder auf, daher komme ich auch nicht von meiner Meinung ab, dass der Arzt die richtige Überweisung geschrieben hat. Mein Job war in der Psychiatrie vor meiner Rente. Da hatten wir mit solchen Leuten genügend zu tun. Es gibt nichts Schlimmeres als Patienten, die uneinsichtig sind und dann noch eine psychotische Patientengemeinschaft gründen, die alles wissen und nicht und sich aufhetzen lassen. Ohne Psychosen hätte sie ja auch kein Publikum mehr. Also der unterstellt mir dann tatsächlich, ich hätte eine Psychose. Also ich finde, das ist Comedy pur, oder? Da will mir ruckzuck 82, 27 unterstellen, dass ich eine Psychose habe. Patienten mit
Psychosen leiden meist unter Wahnvorstellungen, Verfolgungswahn, Halluzinationen. Dann haben die ganz oft veränderte Sinneswahrnehmung beim Hören, Fühlen, Sehen, Schmecken, Riechen und so weiter. Haben irgendwelche bizarren Überzeugungen, Denkstörungen und so weiter. Damit sind auf keinen Fall meine Konzentrationsstörungen oder Wortfindungsstörungen gemeint. Also das hat damit gar nichts zu tun. Ich habe echt keine Ahnung, was der Job von Ruckzuck ja in der Psychiatrie war. Vielleicht war er sie, ich weiß ja gar nicht, ob er oder sie ist, als Reinigungskraft oder in der Küche tätig, aber bestimmt nicht als Psychiater oder Psychologe. Sonst wird man doch so einen Kommentar nicht schreiben, oder? Was meint ihr? Ich habe das ja gestern schon auf Instagram meine Story gepostet und da hat tatsächlich eine geschrieben, die auch in der Psychiatrie gearbeitet hat und hat geschrieben, naja, dass da auch ganz schön viele Psychologen und Psychiater gibt, denen man das auch zutrauen kann, weil die teilweise auch einen an der Pünktchen. Naja, das wurde mir jetzt so geschrieben, da möchte ich jetzt nicht zu sagen. Naja, ich habe mich auf jeden Fall darüber total amüsiert, wie man so einen Scheiß schreiben kann. Ich könnte jetzt noch stundenlang so weitermachen und mich über manche Kommentare amüsieren, aber dazu fehlt mir die Energie und die Kraft. Also ich merke jetzt schon wieder, dass ich so langsam, es reicht jetzt. Ich denke, das Video wird auch lang genug. Ich werde die negativen Kommentare in Zukunft wieder ignorieren, mich um meine Gesundheit, mich und meine Gesundheit von diesen Energieräubern schützen und mein Ding weiter durchziehen. Die Distanz zu negativen Menschen und Informationen verbessert nachweislich die Gesundheit. Und ich habe das bei mir auch gemerkt, seit ich mich von negativen Menschen distanziere, auch von negativen Informationen, die Nachrichten nicht mehr gucke und so weiter, geht es mir nachweislich wirklich besser. Ja, ich habe schon so viel geschafft und bin wirklich richtig stolz auf mich und lasse mich weder von den blöden Kommentaren noch von diesem Kardiologen aus der Ruhe bringen und ich kämpfe weiter. Also die, die sich für den Mist nicht interessieren, da gibt es nämlich auch einige, die dann schreiben, wer will sich denn so eine Scheiße angucken, die Alte soll die Klappe halten, das interessiert doch keine Sau. Die Leute, die sollten sich doch bitte ein anderes Hobby oder einen anderen Kanal oder so suchen und nicht jedes meiner Videos kommentieren. Verschwendet doch eure Zeit in Dinge, die euch oder nicht eure Zeit, ja, verschwendet die Zeit in Dinge, die euch interessieren und nicht in Dinge, die euch gar nicht interessieren und euch einfach nur unnötig aufregen. Das Leben ist doch viel zu kurz dafür. Wie kann man denn, wenn ich irgendwas doof finde, dann gucke ich das dann hin, gebe da meinen dummen Kommentar drunter. Naja, und für alle anderen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video bitte einen dicken Daumen nach oben. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Kommentar. Ich muss mal schauen, ich habe die Kommentare vom letzten Video noch nicht beantwortet. Ich habe sie aber alle überflogen, alle soweit gelesen. Ich nehme auch ganz viele Sachen da an und freue mich immer über die Tipps. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit dem Beantworten machen kann, weil das wirklich sehr, sehr viel ist. Vielleicht werde ich auch einfach ein Herz machen bei den netten Kommentaren. Dann wisst ihr, ich habe es gelesen und zur Kenntnis genommen, weil ich schaffe es einfach nicht, so viele Kommentare alle zu beantworten. Ihr wisst, dass ich das normalerweise mache. Ich bemühe mich immer, die Kommentare zu beantworten, aber es sind jetzt über 500 Kommentare und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja, also, dann haben wir eigentlich alles gesagt, ne? Dicken Daumen nach oben, einen Kommentar. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann lasst auch gerne ein Abo da, damit ihr keins meiner unserer Videos mehr verpasst. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!